Beim ersten Schwimmversuch war der Ballast nur lose unter dem Schiff befestigt. Er wurde so lange verschoben, bis das Schiff auf ebenem Kiel lag. Das Modell lagert im Gleichgewicht auf der schmalen Leiste. So wurde der Gewichtsschwerpunkt gefunden. Er ist 75 cm von der Ruderhacke entfernt. Der Ballast wiegt 8,4 kg. Wenn er angeschraubt ist, bringt das Modell knapp 18 kg auf die Waage. Vor dem Segeln wird zusätzlich die Rudervergrößerung angebracht. Der gemeinsame Schwerpunkt aller Segel konnte durch eine Momentenkalkulation berechnet werden. Er ist 79 cm von der Ruderhacke entfernt und befindet sich 37 cm über dem Hauptdeck. Das ist der Punkt, in dem quereinfallender Wind drückt. Der Lateralschwerpunkt wurde empirisch gefunden. Er befindet sich dort, wo eine seitliche Kraft den Rumpf im Gleichgewicht verschiebt. Der Lateralschwerpunkt liegt 12 cm hinter dem Segelschwerpunkt. Da der seitliche Winddruckpunkt vor dem Wasserdruckpunkt liegt, wir das Modell legierig sein. Dieser Versuch simuliert den Winddruck. Im Segelschwerpunkt wurde ein waagerechter Faden angebracht, an dessen Ende ein leerer Wassereimer hing. Nun wurde der Eimer langsam gefüllt. Nach einem Zug von 3 kg neigte sich das Hauptdeck bis zur Wasseroberfläche, und der Versuch wurde beendet. Das Segeln des Modells bis Wingstärke 4 und in Böen bis 5 sollte problemlos möglich sein.